Was sagt die Straße? 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 Hallo, ich bin Marisa und Streetbloggerin aus Köln. Heute gehen wir der Frage auf den Grund, ob es gefährlich geworden ist, ins Fußballstadion zu gehen. In den Medien hört man immer wieder von Ausschreitungen oder Beleidigungen in den Stadien. Doch wie empfinden das die Fans? Wir fragen nach. Was sagt die Straße? Seid ihr Fußballfans? Ja. 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 Nein. Ja, sogar Spieler. Oh. Ja, na klar. Ja. Ja. Von welchem Verein? FC Bayern. Und gehst du manchmal ins Stadion? Ne, ist zu weit entfernt. Gehst du oft ins Stadion? Wie ich Zeit dazu habe, weil ich selber Fußballschiedsrichter bin, komme ich halt nicht oft ins Stadion, weil ich selber pfeife, aber ja, wenn ich die Zeit dazu habe schon. Geht ihr ins Stadion häufiger? Ab und zu. Ja, auch ab und zu. Gehst du denn selber öfters ins Stadion? Nicht mehr so oft. Aber früher? Ja. Bekommst du mit, was so in den Stadien abgeht, von wegen Ausschreitungen und Krawalle? Ja, also was man in Nachrichten hört, das kriegt man halt mit, aber jetzt nicht so wirklich, dass ich jetzt dabei wäre oder sowas. Also man hört schon manchmal was in den Medien so, aber ich weiß jetzt von neuen Sachen eigentlich nichts. Wir haben mitbekommen. Wir sind oft im Stadion. Ja, also mitbekommen. Ja. Und was sagt ihr dazu? Bengalos gehören eigentlich mit zum Spiel, weil die machen Stimmung. Also wenn man das auf dem Spielfeld wirft, dann ist es natürlich blöd, aber so im Block. Wenn man das jetzt gerade nicht durch den Block wirft, dann finde ich es gut. Also sind Emotionen halt. Ja, macht Stimmung und so, deswegen. Also ich finde es gut. Meine Meinung ist es dazu, dass man vielleicht auch irgendwie Plätze schaffen sollte, wo man vielleicht mal ein bengalisches Fackel oder so abbrennen kann. So ein Stück weit gesicherter Bereich, wo halt nicht so viele Leute stehen. Wäre so meine Meinung, dass man das vielleicht dann ja, einrichten könnte. Und was sagt ihr zu so Sachen wie Kevin Pizzoni, der verfolgt wurde von Fans und beleidigt? Das ist sehr hart, da hört der Sport auf, würde ich sagen, oder? Das ist schon extrem. Das ist sehr hart. Die waren ja auch bei dem zu Hause und sowas und haben aufgelauert. Das hat nichts mehr weiter damit Fußball zu tun, sondern... Also okay, das übertrieben, aber Pizzoni hat es verdient. Ganz ehrlich. Ja, wie der spielt, der ist einfach asozial. In der Stadt denkt er, der wäre John Travolta. Also würdest du das auch machen, wenn da jetzt ein Spieler schlecht spielt in deinem Verein? Nein, würde ich nicht machen. Ja, das ist natürlich dann übertrieben. Ich meine, ich habe es ja selber jetzt auch gesehen, Karlsruher SC, wo er abgestiegen ist in die dritte Liga beim letzten Spiel, beim Relegationsspiel, dass die Fans dann halt so durchdrehen, sage ich jetzt mal dazu. Das gehört dann halt schon verfolgt, sage ich mal. Ist es denn gefährlich geworden, ins Stadion zu gehen oder seht ihr das ganz locker? Es geht. Also, ja, genau. Ich würde jetzt nicht mit einem Gefühl hingehen, ja, ich fühle mich jetzt hier wohl. Also man hat immer ein bisschen Angst, würde ich sagen, aber ansonsten ist es eigentlich doch. Halten dich die Medienberichte davon ab, ins Stadion zu gehen? Nee, auf keinen Fall. Also wenn ich jetzt ein Spiel sehen will, dann schaue ich mir halt an, aber das wird mich auf keinen Fall abhalten. Also würdest du auch einfach so ins Stadion gehen, ohne Angst? Ja, ich würde ohne Angst einfach ins Stadion gehen und das Fußballspiel einfach genießen. Es würde mich schon abschrecken, auf jeden Fall. Also es ist eine Gefahr geworden, ins Stadion zu gehen? Finde ich schon, ja. Schon. Wie wir gerade gehört haben, lassen sich Fans, die noch nicht im Stadion waren, von den Berichterstattungen der Medien über Ausschreitungen verunsichern. Diejenigen, die den Ablauf im Stadion allerdings kennen, wissen zwar von hochkochenden Emotionen, gehen aber trotzdem noch mit. Wie sieht's bei dir aus? Lässt du dich von der Berichterstattung über Ausschreitungen abschrecken? Gehst du öfter ins Stadion? Sag es uns auf duhastdiemacht.de.